Herzlich willkommen bei GNS Speed Rating im Oktober 3, 2014. Jetzt hat man es nicht gerafft, oder? Mhm. Egal, ihr guckt Speed Rating und heute ist das Thema Trans. Wir haben versucht, 5 Trans-Tracks zu finden. Wie sind wir vorgegangen? Erstmal dem Tempo von letzter Woche, Tribal Techno, dem Tempo identisch zu bleiben. Ihr seid ja jetzt die ganze Woche auf dem Tempo geblieben. Wir sind ja schnell unterwegs. Wie sind wir vorgegangen? Ja, ich habe auf jeden Fall gesagt, auf keinen Fall die Beatport Top 5. Ja. Und dann habe ich mal so Trans-Charts gegoogelt und dann kommt da alles Mögliche, aber nichts Richtiges. Und auch dann, kein Trans. Dann waren wir irgendwie bei trackitdown.com. Oder net. Net, trackitdown auf jeden Fall. Die haben auch... Oder net. Oder net. .com. Ja, die hatten auch Trans-Charts. Dann haben wir gesagt, komm... Wir probieren es einfach mal, die Top 5 und ich meine gut, Nummer 1 war auch direkt Wended Records und das ist ja das Label vom Paule und das kennen wir natürlich. Da haben wir gedacht, dann kann auch so verkehrt sein. Sind wir da nicht ganz so falsch. Ansonsten war das noch mein Anliegen, wenn wir hier sehr versierte Trans-Hörer unter unseren Zuschauern haben, dann gebt uns doch bitte mal einen Hinweis, wo man derartige Charts oder vielleicht keine Charts ja, besser finden kann, ne? Hier, der glaube ich. Schreibt es in die Kommentare. Wir fangen jetzt aber nicht mit dem Wendetrack an, der war nämlich Platz 1. Wir fangen mit dem 5. Track an, also Platz 5 der Trans-Charts auf Track It Down. Und zwar, das ist U-Cast mit Lex im Originalmix. Und wir hören mal ganz am Anfang auch rein, weil das, also es hat einen bestimmten Grund, warum wir mal den Anfang zeigen wollen. Das erste, was man so denkt, ist so, ja, klingt wie Trans, ne? Auf jeden Fall. Ja, das liegt nämlich daran, und das ist wirklich schlimm in diesem Genre, es ist sehr, sehr häufig, hat man so am Anfang das Gefühl, also die ersten 20, 30 Sekunden, die sind alle so derartig ähnlich, diese Tracks. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber man hat das Gefühl, die benutzen irgendwie alle so ziemlich die gleichen Drum-Sounds und auch so dieses... Die gleichen Vorgeplänkel-Elemente. Ja, ja. Ja, ansonsten treibt ganz gut, mhm. ist ja schön schnell, passiert was. Da sind wir hier bei 1 Minute 17. Okay. Begleitung finde ich ganz cool. Viel, viel Standard, dann kommt ein Break, wir hören mal rein. War da gerade eine Möwe? Mhm, schon wieder. Das ist echt so, das ist nur Strandatmo im Hintergrund, ne? Ja. Finde ich ganz nett gemacht, dieses auch einfach mal kurz so alles aufkommen lassen und dann haben wir doch wieder zurück. Wieder also runterfiltern, ja. Nur mal kurz anteasern. Ja, das ist jetzt das Thema, ne? Mellow finde ich ganz cool. Ja. Muss ich sagen. Mal sehen, ob jetzt der Main-Part alles wegknallt. Ja, ist jetzt halt so, genau so hätte ich es erwartet. Mhm. Finde ich aber in dem Fall nicht schlimm. Okay. Ist hier zu Standard, ne? Ist mir viel zu Standard. Ja, also ich finde es akustisch finde ich so okay. Ist ein bisschen schrill, ein bisschen noisy, ne? So viel das ist wieder schade, ja. Anstrengend zu hören, aber
sind mir viel zu wenig Überraschungen drin. Also von mir gäbe es ein unspielbar. Allein, also nicht, dass der Track, sagen wir mal, wenn es der erste Track gewesen wäre, der so klingt, ja, dann wäre es ja was Krasses gewesen. Aber man muss ja wirklich sagen, im Trance-Bereich, in diesem Uplifting oder UK oder wie man es, welcher Sub-Trance-Genre das jetzt auch wieder ist, ja. da gibt es unzählige, das sind ja tausende Tracks, die im Prinzip genau diese Kerbe einschlagen. Und deswegen würde ich sagen, brauche ich nicht. Da finde ich bessere. Und ich hatte ja letztens offensichtlich hier die totale Entscheidungsgewalt, zumindest hast du das... Hab verstanden. So aussehen lassen und er ist ja der Trance-Experte. Ja, und deswegen. Genau, also du sagst es im Prinzip. Also bei Trance gehe ich natürlich auch eine Ecke kritischer ran. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Da kenne ich viele Titel. Dann bin ich auch der Meinung, nee, also wenn das jetzt schon so das fünftbeste aktuell ist, sag ich ne. Gerade auch genau, weil es ja gut, dass du es dazu sagst. Wir befinden uns ja hier auch in irgendwelchen Track-It-Down-Charts. Also. Und da auch bei den hohen Plätzen. Also. Gehen wir weiter mit Platz Nummer 4. Mike Shiva und zusammen mit Shannon Hurley und A Little Rain im Ellen und Envy Remix. Hui. Ist das nochmal der Track von eben, glaube ich? Nee. Ach so. Das ist einfach ein Trance-Anfang. Ach so. Das ist halt so, ja. Ich glaube, das ist auch irgendwo mehr so genremäßig, brauchen die Leute das anscheinend. Also, dass das immer so in einem Genre, so gewisse Standards müssen ganz krass eingehalten werden. Das heißt gewisse, fast alle Standards müssen ständig eingehalten werden. Das ist ja eigentlich ganz korrekt. Du willst Trend sein? Okay, komm mal her. Weißt du was? Was ist das denn für eine Kickdrum? Das gehst du austauschen. Ja. Kommst du hier nicht mit so einer Goa-Kick und willst auf einmal Trend sein? Ja, sind jetzt bei einer Minute. Ich skippe mal so ein bisschen auf 1 Minute 40. Oh, geil, 2 Sterne. Vocal Cuts. Vocal Cuts natürlich schon schön irgendwie. Hör mal rein. Also auch bei Vocal Cuts muss man natürlich kritisch sein. Ich finde die in Ordnung, sie bereichern das irgendwie ein bisschen, aber hab auch schon geilere gehört. Also verstehe. Da gibt es irgendwie coolere Stellen an Vocals, wo vielleicht noch ein bisschen mehr passiert. Irgendwie so, wow, irgendwie. Ne, das ist ja wirklich einfach nur so ein Gestotterer. Gehen wir mal in den Break. Was erwartet uns da? Wahrscheinlich die Shannon Hurley. Vocal finde ich solide. Ja, ich finde ihn auch ganz nett. Ist nicht so jetzt, finde ich, ist nicht die geilste Frauenstimme, die ich jemals gehört habe. Es muss natürlich auch nicht immer alles superlativ sein, ja. Aber ich finde die ist schon gut, aber natürlich ist jetzt auch wieder die Frage der Stimmung. Ja, es ist sehr traurig. Ja, ne? Vielleicht willst du dazu ja noch was sagen. Also ich denke auch, da kann man mal spielen, aber ich stelle mir das jetzt so auf einer Party vor. Ja, auf einer Party natürlich. Party im Party-Sinne? Nee, nicht. Ne? Also dann... Ja, es ist halt irgendwie eine Ballade, Trance-Ballade. Mhm. Ja, ist halt nichts Neues, ne? Also vor allem auch die Sounds so, da ist auch null Überraschung drin, ne? Jetzt lass uns mal ganz krass überlegen, wären auf einem Trance, weiß nicht, ist es eine Trance-Party? Ja. Party war ja gerade so blöd, du bist gerade in so einem Trance-Set.
Kann der gut kommen? Also, ich glaube, der ist mir schon wieder zu Standard. Das ist mir... Ja, und wie gesagt, wenn... da bin ich auch nicht mehr so im Thema. War das denn... muss denn ab und zu mal ein Trauriger dazwischen, damit es auch danach, damit man so eine Art Bruch im... Von der Stimmung her passt das schon, das gibt's. Dass man das mal macht und dann, ja. Ist ja auch nicht ganz traurig, also man könnte es noch gerade so in die letzte Ecke melancholisch packen, also dass du sagst, so, oh, hat irgendwie so was Sehnsüchtiges. Muss ja, so in der, also, in der ersten Viertelstunde von so einem Set oder sowas. Ja, aber Warm-up. Boah, ja. Was willst du geben? Keine Ahnung, du darfst. Ja, aber ich bin auch unentschlossen, du bist der Experte. Ja, nee, dann heute kritisches Speed-Rating. Ja. Platz 3 war Johann Eckmann mit Exhale im John SQ Remix. Wir hören rein. Da hat sie ja gesagt, das hat so einen leichten Goa-Touch, ne? Also so ein bisschen erinnert es an diesen... Düsterer Psytrance, ja. Gehen wir weiter, was entwickelt sich da noch? Okay, wird ganz gut, dann gibt es irgendwann einen Break. Die gefallen mir ganz gut. So organische Bass, so irgendwie hat was. Alien-mäßig. Ja, ja, wir wissen ja, wie Aliens klingen. Ja. Die klingen nämlich so. Ja. Das haben die uns schon mal mitgeteilt. Der hat was so Science-Fiction-mäßiges. Genau, ne? Das wollte ich sagen. Man ist so geprägt von den Filmen. Von Filmmusik, ja. Finde ich natürlich ganz geil. Einfach mal sagen, ich mache jetzt auch mal so ein bisschen, ist nicht wirklich gebreakt, ne? Aber halt Kick, Snare genau. Und halt diese, auch Snare einfach sehr, sehr präsent. Und auch so ein bisschen, die so ein bisschen echter mit. Mhm. Die Snare hat richtig Punch. So, dann ist der Break irgendwann auch vorbei und wie geht's dann weiter? Das fand ich gerade auch ganz cool. Das war, wie gesagt, das war so ein Überraschungsmoment. Ja. Dieses kurze Atmen. Genau, und dann als Auftakt sozusagen. Ja. Erstmal ganz ruhig, oder du weißt jetzt nicht, was kommt, und dann geht's wieder rein. Also mindestens mal eine Spielbar, finde ich auch. Ist ein gutes Tool. Ja. Also treibt vor allem gut. Ja. Ist jetzt eben nicht jetzt so keine krasse Melodie oder sowas. Wir haben kein richtiges Thema gefunden. Aber... solides Ding. Ich glaube, wenn du drin bist, dann pusht er dich. Ja. Ali und Fila, altbekannt, zusammen mit Sky Patrol featuring with Sky Patrol und featuring Sue McLaren. Running. Hey, ein Trance Track. Okay, viel Standard. Wir gehen mal weiter in die Mitte. Die vom Gesang finde ich nicht schlecht. Das ist schon ganz in Ordnung. Wir gehen mal in den Break. I keep running back to you. Time paints over the truth. I keep running. Ihre Stimme finde ich nicht schlecht. Mhm. Also ich finde, die hat sowas leicht Rauchiges. Das mag ich. Wenn es mir ist es mal aufgefallen, mir persönlich. Ich persönlich mag es einfach, wenn eine
Stimme, die singt, nicht angestrengt klingt. Ja, ja, ne? Auf jeden Fall. So, wenn man das Gefühl hat, boah, die muss sich gerade, die holt das irgendwie von ganz tief, irgendwie muss richtig sich anstrengen, dann finde ich das nicht angenehm. Mhm. Es ist viel Standard, aber es ist auch es ist schön. Geht gut, ne? Ja. Mhm. Wir gehen mal Mainpart schauen. Wir gehen Mainpart schauen so. Also die spielbar würde ich ihm geben. Ja, finde ich auch. Es ist für mich nicht der coolste Trance-Track überhaupt. Warum ich heute wieder mit Superlativen immer nur argumentiere, weiß ich nicht. Aber ist definitiv spielbar. Ist eine solide Nummer. Jetzt wollen wir mal wissen, was war bei Track It Down auf Platz 1? Das war, schon wieder Alan und Envy, die hatten wir eben im Remix, mit Together, diesmal aber im Originalmix. Das ist dann auch die Nummer, die auf Vended rausgekommen ist, mit dem Label von Paul van Dyk. Und wenn ich das Play drücke, dann hört man auch was. Sind das dieselben vier Tracks? Nein. Ja. Ich glaube, wir hören mal. Das war eben auch der Alan Envy Remix. Ne? Dann ach so, pass auf, klar. Warte. Das ist schon, ja. Ja gut, es waren die gleichen, dann haben sie halt dasselbe Projekt nochmal irgendwie. Standard. Okay, jetzt gehe ich einfach mal in den Break. Da können sich die Ohren dann mal ein bisschen erholen. Dann kommt irgendwann wahrscheinlich so was Melodiemäßiges rein. Jetzt drehe ich mal Mainpart schnell skippen. Ja, kommt bei mir nichts an. Ich würde mal so sagen, wenn ich einem erklären will, so, er hat es immer schon mal Trance gehört und er sagt, nee, habe ich noch nie gehört, dann würde ich ihm sagen, ach komm, hör dir mal das an, dann weißt du schon mal, wie das Grundgerüst von Trance ist. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt noch ein paar Parts änderst und was Cooles draus machst, dann hast du coole Trance-Tracks. Aber so ist es wirklich. Melodie, okay. Ganze Arrangement, okay, ist halt Trance, so, ne? Die Melodie, die Synthesizer und so, auch alles ist so, ja, ist halt Trance, so, ne? Das ist wirklich schon, also auch für mich nicht ganz so geübten Trance, weil ich eine Phase mal wirklich das auch ein bisschen intensiver verfolgt habe, aber jetzt halt länger nicht mehr, aber trotzdem, also ich würde dem zustimmen. Es ist so das Vorzeigetrance-Ding, ja. aber nicht positiv. Also, nee, dass man, ne, es ist die Hülle, so. Um so zu zeigen, so klingt Trance oft. Ja, so eine Trance-Schablone. Ja, ja, genau. Ja, so klingt Trance oft. Ja. Krass, die sieht ja krass aus. Hat irgendwie nicht gepasst. Moment. Ja. Besser. Ja, dann machen wir es kurz, ne? Machen wir es kurz nach 20 Minuten. Der kriegt einen unspielbar. Warum ist das auf Platz 1? Wendet. Nee. Keiner kauft mehr MP3s. Das haben 3 gekauft. Stimmt. Das ist jetzt auf Platz 1. Ne, 5 haben es gekauft. Also Platz 5 hat nur einer gekauft. Es sind mehrere Faktoren. Naja, ja, es ist ein etabliertes Label. Das ist halt irgendwie,
Ich glaube, das ist alles nicht mehr so richtig repräsentativ. Das heißt so, was ist Platz 1 heute? Ah ja, Track It Down ist ja auch, klar, es ist einfach, es sind auch wieder Verkaufscharts. Ja, klar. Du weißt ja nicht, wie viel der gekauft wurde jetzt, bis der auf Platz 1 ist. Das weiß man auch nicht. Vielleicht wurde der, weiß ich nicht, 100 Mal gekauft. Von Vended gekauft. Ja, aber dann fragst du dich auch, also was hat das dann gebracht? Ja, was soll das überhaupt? Ja. Was soll das überhaupt alles? Also Trends auch bei uns jetzt nicht so glorreich abgeschnitten. Das liegt natürlich ein bisschen daran, ja, wir gehen bei Trends kritisch ran. Ja, oder wenn es jetzt ein, manche kennen vielleicht noch das ausführlichere Rating, nicht Speed-Rating, da gibt es ja auch immer noch die Innovationskategorie. Und da hätten gerade viele wenige Punkte hätten hier vergeben werden müssen. Ja, also die Innovation fehlt doch hier tatsächlich. Ja, das ist natürlich, also Trends hat sich so gesehen nicht wirklich weiterentwickelt, muss man ja ganz traurigerweise so sagen. Also ich würde wirklich behaupten, das, was ich hier so höre, das habe ich vor 10 Jahren oder vor 5, 6, 7 Jahren auch schon genauso gehört. Oder es hat sich zurückentwickelt, da es ja mal diese Phase gab, hier mega Shira-mäßig von Kio und Albert, wo aber auch immer so Elektro-Drops, Climaxes benutzt wurden. Vielleicht ist man davon wieder weggegangen. Ja. Who knows? Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Schreibt es in die Kommentare. Ob es interessant war? Und wie sich das entwickelt hat mit den Trends. Ich habe mir schon gedacht, dass dein Knopf darauf bezogen war. Ja, ansonsten würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao. Tschüss.